respektlosen Feinde haben es gewagt, mich, den Kaiser dieses Reiches, zu ihrem Angriffsziel auszuwählen. Eine kleine Schar der feindlichen Soldaten konnte hier auf Killua gefangen genommen werden. Sie hatten noch keinen größeren Schaden angerichtet. Ruhe! Dass sie in den Kaiserpalast eingedrungen sind, war doch eine reine Verzweiflungstat. Die unbehaarten Affen schlagen jetzt blindlings um sich, da sie wissen, dass sie endgültig besiegt sind. Ihr Volk ist von ihnen zutiefst enttäuscht. Ich schlage vor, dass wir darauf verzichten, diese Lebewesen einem Verhör zu unterziehen. Sie gehören dir, mach mit ihnen, was du willst. Desintegrieren ist die gerechte Strafe. Meine Brüder, bitte beruhigt euch wieder. Sie sind keine Krieger. Nur Versager, sonst nichts. Unter ihnen ist ein Wesen, das würdig ist, wie ein Krieger behandelt zu werden. Es wird von allen Angel genannt. Immer noch aufsässig, Major Devereaux? Wenn wir Ihrer Gattung eine friedliche Koexistenz mit uns anbieten würden, stößt das sicher auf Ihre Ablehnung. Jeder weiß, dass die Kilrati so etwas nicht dulden. Richtig. Und jetzt, da sich das Blatt zu unseren Gunsten gewendet hat, ist Ihre Trotzhaltung eine pathetische und völlig unsinnige Geste. Sie langweilen mich, Monsieur. Desintegrieren Sie mich, behandeln Sie mich wie meine Kameraden. Desintegration, das ist nicht das, was wir für Sie bestimmt haben. Sie erwartet ein völlig anderes Schicksal. Die Menschenfrau kann anscheinend nicht einschätzen, welche große Ehre ich ihr zuteil werden lassen will. Ich weiß, dass sie als Kriegerin äußerst tapfer ist. Und ihr Gefährte ist das Herz des Tigers. Mögen Sie in Frieden ruhen. Frieden. Haben wir nicht schon verlernt, was das ist, Paladin? Ja, das fürchte ich auch, mein Junge. Zuerst die Tiger's Claw und jetzt das. Schluss damit! Die Katastrophen waren nicht deine Schuld. Du wirst der Einzige sein, der das denkt. Hier ist Colonel Christopher Blair. Meldung an Admiral Tolvan. Das Wrack der Concordia ist vor der Mistralküste auf Vespus geortet worden. Schadensbestimmung. Totalverlust. Es ist kein Lebensinhalt, nach der Anerkennung dieses Mannes zu gieren. Hat man was von Angel gehört? Nein. Ist das die offizielle Version? Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Verzeihung, Sir. Sagten Sie auf die Victory? Leiden Sie inzwischen etwa unter einem Gehörschaden, Colonel? Nein, Sir. Ich kann es nur... Die TCS Victory ist ein hervorragendes Raumschiff, das lange für die Konföderation geflogen ist. Ja, es kann auf eine lange Dienstzeit zurückblicken, Sir. Sie haben zu akzeptieren, wohin Sie abkommandiert werden. Natürlich ist mir klar, dass die dortige Unterbringung nicht ganz dem entspricht, was Sie gewöhnt sind. Nein, Sir, es liegt mir fern, Ihre Anweisungen... Die Victory wird enorm davon profitieren, einen Geschwaderkommandanten mit Ihrer Erfahrung zu bekommen. Vielen Dank, Sir.
Aber könnten wir nicht wenigstens klären, jetzt, wie da wir die Kilrathi verjagt haben, sowohl aus dem Gardell als auch aus dem Morpheus-System, kann ich es mir guten Gewissens leisten, sie auf die Victory nach Orsini zu schicken. Ich versuche Ihnen damit nur klarzumachen, dass sich unsere Lage verbessert hat. Die Konföderation hat in letzter Zeit große Fortschritte gemacht. Sie dürfen wegtreten. Sir, was wird aus meinem Antrag? Ah ja. Ihr Antrag war etwas überraschend für mich. Wie Sie wissen, erhalten nur diejenigen über Colonel Devereaux Auskunft, die informiert werden müssen. Ihr Shuttle wartet bereits auf Sie. Ja, Sir. Trotz neuerlicher Verluste in mehreren dicht bevölkerten Sektoren sind die Konföderationssprecher dafür, dass die Menschheit weiterhin an ihrer galaktischen Auseinandersetzung mit den Kilrathi festhält. Wir können beweisen, dass man Meldungen über feindliche Angriffe sowie über zivile und industrielle Verluste in eigenen Lagern einfach unter den Tisch fallen lässt. Wir wissen, dass es Pläne der Konföderierten gibt, die die Evakuierung der Erde betreffen, um damit die Existenz der Menschheit in einer anderen Galaxie zu sichern. Die Frage ist nur, wer darf mit und wer wird zurückgelassen? Die allerwichtigste Frage aber ist, wer entscheidet darüber? Willkommen auf der TCS Victory, Colonel. Danke, Captain. Man nennt sie inzwischen Schrotthaufen, Sally. Es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Chris, die Pflicht ruft. Auch wenn ich es vorziehen würde, mit dir über die alten Zeiten zu plaudern. Danke, Hobbs. Wir unterhalten uns später. Schon gut, ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie ist keine Concordia. Die Concordia existiert leider nicht mehr. Ja, was für ein Verlust. Es tut mir leid für Sie. Wie dem auch sei, jetzt gehören Sie zu meinem Schiff. Und ich erwarte, dass Sie sich jedes Mal die Füße abstreifen, wenn Sie es betreten. Ich habe den Großteil meines Lebens auf der Victory verbracht. Ich war auf dem ersten Flug als Kommunikationsoffizier dabei. Nun, Sir, ich gebe zu, dass ich mich auf diesen Einsatz nicht gefreut habe, aber jetzt, da ich weiß, dass ein so erstklassiger Pilot wie Royal Gunner Harless zur Crew gehört... Ah, Hobbs. Ja, er ist mein Stellvertreter. Wieso fliegt er nicht? Es war sein eigener Wunsch. Ich weiß alles über die Heldentaten, die er gemeinsam mit Ihnen vollbracht hat, Colonel. Aber hier ist keiner bereit, mit einem Kilrathi in seinem Geschwader zu fliegen. Er ist der Beste. Sein Ruf ist ausgezeichnet. Ist das hier überhaupt nichts wert? Er hat es selbst so gewollt. Captain Eisen, ich will Ihnen nichts vorschreiben. Es ist Ihr Schiff. Aber ich bestehe darauf, dass Hobbs sofort wieder auf die Pilotenliste gesetzt wird. Das ist sehr ehrenwert von Ihnen, Colonel, aber wer... Ich, Commander. Ich fliege mit ihm. Er ist der beste Kampfpilot, den ich je hatte. Willkommen an Bord, alter Freund.
Ich muss sagen, du siehst aus wie das blühende Leben. Sag bloß, dieser Krieg gefällt dir. Er gefällt mir so gut wie kaputte Landeklappen. Schön, dich wiederzusehen. Danke. Und wie geht's unserer Gefährtin Angel, der besten Pilotin aller Zeiten? Leider weiß ich das nicht. Hab schon lange nichts mehr von ihr gehört. Sieht so aus, als würde sie undercover für Tolvin arbeiten. Bevor ich's vergesse, ich hab dich auf die Pilotenliste setzen lassen. Aber ich habe doch beantragt nicht mehr. Das ist mir egal. Ich will, dass du mich auf meiner ersten Mission begleitest. Das ist Unsinn. Hier gibt es viele tapfere Piloten, die bestens ausgebildet sind. Ja, aber wenn ich mein Leben riskiere, dann brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Ich werde mich bemühen, dich nicht zu enttäuschen, mein Freund. Lieutenant Rawlins, Kommunikationsoffizier, wie geht's? Hat Ihnen unser Captain eine fröhliche Rede gehalten? Sowas Ähnliches. Das Gute ist, dass es hier nicht lange dauert, bis man die Phrasendrescherei hinter sich hat. Captain Eisen glaubt an seine Besatzung und an sein Schiff. Das ist gut für die Stimmung unter den Leuten. Ja, aber Sie haben die Meldungen nicht so verfolgt wie ich, sonst würden Sie in den nächsten Nanosekunden von hier verschwinden. Geh auf sein Spielchen ein. Der Knabe spinnt komplett. Geh auf sein Spielchen ein. Soll das etwa bedeuten, dass der Führungsstab was verschweigt? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber wenn Sie hier ehrliche Musik hören wollen, dann wenden Sie sich am besten an Radio Rawlins. Vielleicht rettet Ihnen das Ihr Leben. Hey, Hobbs! Haben Sie Lust auf ein Spielchen? Ich setze meinen Wochenlohn auf ein Blatt. Ich habe kein Interesse. Nein, danke. Willkommen an Bord, Sir. Spielen wir eine Partie? Sie dürfen sich ein Spiel aussuchen, da Sie hier neu sind. Von Vorschriften halten Sie wohl nicht sehr viel. Nein, Formalitäten werden unwichtig, wenn man den Großteil seiner Zeit damit verbringt, am Leben zu bleiben. Und unsere spärliche Freizeit opfern wir auch nicht, um irgendwelche überflüssigen Benimmregeln auswendig zu lernen. Tja, man muss sich seiner Umgebung wohl oder übel anpassen. Wem sagen Sie das? Und es ist gar nicht so leicht. Kein Wunder, dass Ihr Spitzname Vagabond ist. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, wie ich sehe. Ja, ich habe die ganze Galaxie bereist. Ihr Lebenslauf weist viele Lücken auf. Er ist ziemlich unvollständig. Ganz zu schweigen von Ihrer Einsatzakte. Kann ich was dafür, wenn man beschließt, meine Daten zu löschen? Da ist was dran. Was hat er zu verbergen? Da ist was dran. Manchmal ist mir der Konföderationsrat so fremd wie der Feind. Wir sind hier eine gute Mannschaft, Colonel. Auch wenn ein paar Lebensläufe unvollständig sind. Geben Sie uns eine Chance. Hallo, mon ami. Ich hoffe, du und alle anderen auf der Concordia habt einen guten Flug. Ich bin gerade dabei, einen verdeckten Einsatz mit Admiral Tolvin hinter mich zu bringen. Ich fürchte, wir werden noch etwas länger getrennt sein. Aber denk immer daran. Je t'aime. Ich liebe dich. Stell dir vor, was ich dann getan habe. Nein, ich sag's dir. Ich zog eine ganz enge Schleife, hängte mich hinter das Katzenvieh und feuerte meine Raketen. Bumm! Das Vieh war bloß noch Katzensteuer. Ja, dem hab ich's gezeigt. Und dann sind die... Na, sowas. Na, wen haben wir denn da? Den Colonel. Tut mir leid, ich schaffte es nicht auf Ihre Willkommensparty. Wahrscheinlich hatten Sie da Termine, die unaufschiebbar und viel wichtiger waren, Maniac. Wenn die Pflicht ruft, bin ich zur Stelle. Frauen stehen auf dem Duft des Erfolgs. Aha. Irgendwie bin ich überrascht, dass Sie bis jetzt nicht abgeschossen wurden, Maniac. Von Freunden meine ich natürlich. Sie glauben es nicht, aber manchen gefällt mein Flugstil.
Ich will nur, dass wir den Krieg gewinnen, okay? Ich nehme an, dass Vorschriften für Sie Priorität haben. Ich gehe keine dummen Risiken ein. Apropos dumm, ich habe gehört, Sie setzten Hobbs wieder auf die Pilotenliste. Mann, oh Mann, wie schnell sich auf der Victory Nachrichten verbreiten. Ich begreife nicht, was Sie an dieser Katze finden. Ich brauche jemanden neben mir, auf den ich mich verlassen kann. Sie können doch keinem trauen, der bereit ist, sein eigenes Volk zu töten. Wen ich mir als Flankenpiloten aussuche, Major, liegt ganz bei mir. Das ist ein Privileg meines Ranges. Ich wette, Sie stehen jede Nacht auf und polieren das Ding. Nein, Sie irren sich. Ich habe genug Majors, die das für mich tun. Der Unterschied unserer Ränge ist nur Formsache. Wir wissen, wer der Bessere im Cockpit ist. Ja, allerdings. Ich muss dir noch was erzählen. Hör zu. Colonel Blair, bitte sofort in der Kommandozentrale melden. Ja, sicher, Sir. Ach. Kommen Sie rein, Colonel. Es wird Zeit festzustellen, ob Ihr guter Ruf berechtigt ist. Die Abwehr hat uns mitgeteilt, dass die Präsenz der Kilrathi hier im Orsini-Sonnensystem ständig größer wird. Sie und Ihr Flankenpilot werden also einen Patrouillenflug in diese drei Zonen durchführen und die Gegend von jeglichen Feinden, auf die Sie treffen, säubern. Alles klar? Voll und ganz, Sir. Sehr gut. Sie brechen sofort auf. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Hobbs, du wirst diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. Cheftechnikerin Rachel Coriolis, willkommen auf der Victory. Sie wollen diesen Einsatz mit Hobbs fliegen? Richtig. Haben Sie was dagegen? Nein, ganz und gar nicht. Ich halte ihn für einen verflucht guten Kampfpiloten. Hier ist sie, die Hellcat 5. Sie ist durchgecheckt und wartet nur darauf, ein ordentliches Spektakel zu veranstalten. Vielen Dank. Was ist mit den Geschützen? Ist alles erledigt. Der Captain gibt die Einsatzdetails an mich weiter. Und dann lege ich fest, was waffenmäßig gebraucht wird. Ach ja? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie suchen Ihre Waffen selbst aus, oder Sie vertrauen mir und fliegen mit dem von mir festgelegten Arsenal. Ich werde Sie nie enttäuschen. Das kann ich Ihnen versprechen. Danke. Gute Nacht, Mieze Katze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen.
unsere Ziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gut gemacht, hervorragende Arbeit. Jetzt weiß ich, dass Sie Ihren Ruf völlig zurecht haben. Auf Sie ist Verlass. Alles klar zur Landung, Sir. Ziemlich heißer Flugstil. Danke, Rachel. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Freund. Ja, das war wie in den alten Zeiten, nicht wahr? Ich muss schon sagen, war ein gutes Gefühl, wieder mal rauszukommen und mitfliegen zu dürfen. Für dein Vertrauen danke ich dir. Bis in alle Ewigkeit. Ach, Schwamm drüber, Hobbs. Du bist jetzt wieder da, wo du hingehörst. Na schon gut, Lieutenant. Spielen Sie weiter. Verzeihung, Sir. Das ist ein Lied, das aus Celeste stammt. Sehen Sie, Musik sagt viel über die Bewohner eines Planeten aus. In manchen Sektoren kann man nur Mollakkorde hören. Da möchte man am liebsten verschwinden und Amok laufen. Aber das hier ist ein fröhlicher Song. Und da fühlt man so richtig, wie das Blut schneller in den Adern fließt. Sind Sie Pilot, Lieutenant, oder Musiker? Oh, ich bin Pilot, Sir. Noch dazu ein guter, das beweist meine Trefferquote. Aber meine Familie? Die baut Gitarren seit vielen Generationen. Ich habe eine, die ist schon fast 200 Jahre alt. Ihr Klang, der wird immer schöner und satter. Irgendwann werde ich ein Restaurant aufmachen und lass dort die besten Musiker auftreten. Für Kampfpiloten, wie ich es bin oder Sie. Wer weiß, wie viele von uns überleben werden. Am besten, Sie suchen sich andere Stammkunden. Von mir aus. Dieses Lokal wird sicher ein ganz großer Erfolg. Ich werde dann tagelang faulenzen, den schönen Frauen 1000 Komplimente machen und den Gitarrenklängen lauschen. Klingt ganz vernünftig. Das ist ein schöner Traum, Vaquero. Halten Sie an ihm fest. Ja, das mache ich, Sir. Für manche ist das Töten das reinste Vergnügen. Ich tue es nur, weil es meine Pflicht ist, verstehen Sie? Wir sollten mal miteinander reden, Lieutenant. Da gibt's nicht viel zu reden, fürchte ich. Sie sind mit der Katze geflogen und haben Ihren Auftrag erfüllt. Falls Sie damit Hobbs machen... Ich kann nicht mit ihm fliegen, Sir. Als Mitglied dieser Crew müssen Sie das früher oder später tun. Ist Sie das klar? Sie besser nicht darauf. Ich werde ihn nicht verteidigen. Wieso nicht? Sagen wir einfach, ich bin etwas starrköpfig. Und nichts, was Sie tun, wird daran was ändern. Na gut. Ich werde versuchen, Sie und Hobbs bei Offensiveinsätzen getrennt zu halten. Ich will aber keine bevorzugte Behandlung. Wir brauchen jeden guten Piloten, den wir haben. Und nur damit Sie es wissen, ich vertraue Hobbs blindlings. Das ist Ihre Sache. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir.
Eine unserer Bodenstationen meldet in diesen Regionen Kilorathi-Aktivitäten. Ich möchte, dass Sie dort Patrouille fliegen und die Bereiche vom Feind säubern. Der Bericht der Station ist nicht ganz eindeutig. Kann sein, dass Sie da auf ein Flaggschiff der Kilorathi stoßen. Viel Erfolg, Colonel. Danke, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Gesichtet, Colonel. Gesichtet, Colonel. Alle Achtung, Sir. Einsatzziele erreicht. Sagen Sie nur wann, Sir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, das war ein klarer Treffer für uns, Colonel. Sie können jetzt landen. Hi, Colonel. Hi. Setzen Sie sich doch. Oh, danke. Sagen Sie es mir, falls ich mich täusche, aber es heißt, dass ein Testpilot mit der neuen Excalibur zu uns unterwegs ist. Stimmt das? Der Führungsstab erzählt mir auch nicht alles. Hoffentlich stimmt's. Ich würde mir gern die Finger an so einem Ding schmutzig machen. Ihr Job macht Ihnen wirklich Spaß, nicht wahr? Ich hoffe bloß, dass der Testpilot kein Pedant ist, der mich nichts anfassen lässt. Eins muss ich Ihnen lassen. Sie sagen, was Sache ist. Ich bin für klare Linien, deshalb fühle ich mich in meinem Beruf auch so wohl. Entweder ein Motor funktioniert oder nicht. Maschinen lügen nicht. Ja, jedenfalls nicht so viel wie die Menschen. Urteilen Sie nicht zu streng über Menschen? Sie müssen eine Inspektion standhalten, wie alles andere auch. Sowas ist mühselig und dauert viele Stunden. Und was ist mit meiner Inspektion? Verläuft sie erfolgreich? Nur Auserwählte werden der Inspektion unterzogen. Hallo, mon ami.
Bereit für die Besprechung? Ja, Sir. Sie werden ein konföderierten Frachtschiff, das medizinisches Versorgungsgut geladen hat, zu diesem Jump Point begleiten. Denn bedauerlicherweise ist der Transport publik geworden. Sie werden sicher unter Beschuss der Kilorathi kommen. Viel Glück, Colonel. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Vagabond, ich will, dass Sie neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Wir haben Gesellschaft. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Ich habe das Ziel erwischt. Wie sieht's aus? Keine Probleme, Colonel. Wie sieht's aus? Hab nicht eine Schramme abgekriegt. Ich hab das nicht hier erwischt. Wie sieht's aus? Keine Probleme, Colonel.
Danke für den Begleitschutz, Colonel. Leite Jump-Sequenz ein. Einsatzziele erreicht. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Tja, wie es aussieht, ist der Colonel im Anmarsch. Ist alles paletti, Sie können reinfliegen. Ziemlich heißer Flugstil. Danke, Rachel. Sir? Man nennt sie Flint, richtig? Sie haben sich den Einsatzplan angesehen. Sie wollen also mitfliegen, Lieutenant? Sir, ich stamme aus einer uralten Kampfpilotenfamilie. Mein Bruder, mein Vater und mein Großvater, alles Kampfpiloten. Es liegt mir sozusagen im Blut. Was wollen Sie mir damit sagen? Ich weiß alles über Sie. Ich habe gedacht, dass Sie über die Leute auf der Victory Erkundigungen einziehen. Wir alle haben viel geleistet. Wir sind keine zweite Garnitur. Das habe ich auch niemals gesagt. Sie befürchten wohl, dass ich bei der ersten Feindberührung versage. Das nicht, aber vielleicht bei der 20. oder 30. Vielleicht tauchen dann leichte Ermüdungserscheinungen bei Ihnen auf. Ich kann bei meinen Kampfpiloten keinerlei Risiko eingehen. Nichts für ungut, Sir, aber wenn Sie nur fliegen wollen, wenn es risikolos ist, dann werden Sie nicht sehr viel fliegen. Da ist was dran. Pech, hier habe ich das Sagen. Da ist was dran. Wen empfehlen Sie mir als Piloten? Oh, ich würde es nie wagen, einen Vorschlag zu machen, Sir. Das wäre anmaßend. Können wir uns an die Arbeit machen? Ich bin soweit. Ein konföderierten Ziviltransportschiff ist im Orsini-Gebiet unterwegs. Es benötigt Begleitung. Insbesondere, da uns die Abwehr gemeldet hat, dass die Kilowathi eine neue und gut getarnte Rakete testen wollen. Die Konföderierten haben diese neue Waffe Skipper getauft, weil die Rakete alle paar Sekunden hinter ihrer Tarnung verschwindet und dann wieder zum Vorschein kommt, um mit ihrem Ziel in Verbindung zu bleiben. Man kann sie also immer nur für ein paar Sekunden orten. Hier steht also das Leben von Privatpersonen auf dem Spiel. Ich gebe mein Bestes, Captain. Davon bin ich überzeugt. Tja, das sind... Cobra? Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Nachkommen und Achtung! Ihr erblichen Nachkommen!
betrogen. Alle Achtung, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Keine Probleme. Gesichtet, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Na, gute Nacht, Mieze-Katze. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an.
Danke für den Begleitschutz, Colonel. Leite Jump-Sequenz ein. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gute Neuigkeiten, Sir. Nach Ihrer Landung machen wir einen Ausflug nach Tamayo, was angeblich völlig katzenfrei ist. Außerdem sollen wir die Excalibur-Testflüge durchführen. Toll, nicht wahr? Colonel, wo geht's zur Brücke? Die Konföderierten erwarten meinen Flugbericht. Ich habe die Funksprüche gehört, die reingekommen sind. Seit wann haben Sie Flash als Spitznamen? Seit meinem ersten Akademietag. Ich finde, man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man Stil hat. Der Vogel ist noch Geheimsache, Freunde. Können Sie Ihre Leute ein Weilchen davon fernhalten, Colonel? Christopher Blair. Ah, über Sie habe ich mal was gelesen, aber das ist schon ewig her. Stimmt's, dass Piloten nicht alt werden, sondern besser? Der Kleine ist ein Klugscheißer. Das stimmt. Der Kleine ist ein Klugscheißer. Nur die guten Piloten. Warten wir es ab, ob man auch mal was über sie lesen kann. Man sollte den Kerl erschießen, wenn du mich fragst. Oder wenigstens beim nächsten Flug an meinen Düsen befestigen. Maniac, deine Lösungsvorschläge sind wie immer konfus. Wie du ja weißt, ergreife ich jede Gelegenheit zu fliegen. Ich bin verrückt danach. Irgendwann werden die meine Leiche aus dem Cockpit kratzen müssen. Ach, hör auf damit. Du weißt doch, dass Eigenlob nur stinkt.
Unser Colonel wird ihn schon zur Raison bringen. Ach was, unser Colonel hat weniger Mut als An eine... An ihrer Stelle würde ich diesen Satz nicht beenden. Major. Wir haben nur ein paar Spekulationen über den neuen Kampfpiloten angestellt, Sir. Aha. Hm. Sie haben recht. Immer schön nach Vorschrift. Sie haben recht. Wir werden bald herausgefunden haben, wie viel dieser Angeber Flash wirklich taugt. Das garantiere ich Ihnen. Du findest das wohl lustig. Wenn Sie mir nur nicht immer diese Schlaumeier von der Akademie schicken würden. Jugend und Weisheit sind zwei Dinge, die sich widersprechen, Captain. Es ist immer noch Ihr Schiff, Captain. Sein direkter Vorgesetzter ist Admiral Tolvin. Colonel, wir werden angegriffen. Flugzeuge startklar machen. Achtung, höchste Alarmstufe. Alle Flieger sofort startklar machen. Alle Flieger sofort startklar machen. Das ist keine Übung. Es geht rund. Einer muss mir helfen. Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Bearbeiten wir nicht so Kattenstreu. Noch mehr Kattenstreu. Heute bin ich gut drauf. Bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf.
bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht aus, als wäre es hier doch nicht so friedlich, wie die Konföderierten sagen. Mann, die lügen vielleicht. Sie können jetzt landen. Ach, übrigens, Colonel, angeblich haben wir die beste Kampfmaschine der ganzen Galaxie an Bord. Doch die setzt nur Staub an, Sir. Unser Superheld Flash drückt sich vor den Nahkämpfen, wo er nur kann. Zum Teufel! Ich versuche etwas zu schlafen, Sir. Heißt das, dass Sie den Alarm nicht gehört haben? Doch, davon wurde ich kurz wach. Verflucht nochmal, wir sind angegriffen worden, Flash! Ich bin viel zu viel wert, um in diesen Gefechten verheizt zu werden. Aber viele Piloten sind jetzt tot, Sie Schwein, Sie Mieses! Wir sind im Krieg, da müssen viele sterben. Sie haben das nie gesehen, habe ich recht? Was gesehen? Na, gesehen, wie Piloten, Menschen, die Sie gekannt haben, in Ihrem Cockpit verbrannt sind. Ich leiste meinen Beitrag für die Konföderierten. Ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der so viel Angst hat wie Sie. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich habe meine Befehle. Ja. Dank dieser Ausrede können Sie sich vor den Einsätzen drücken, Sie Feigling. Der Excalibur ist ein tolles Schiff. Bitte. Aber wie ich mir schon dachte, der Pilot ist ein pedantischer Idiot. Lässt er Sie das Schiff nicht anfassen? Ich kann mit diesen Händen jeden Motor dazu bringen, dass er besser funktioniert. Natürlich, etwas Pflege schadet nie. Mag sein, dass er mich jetzt nicht braucht, aber irgendwann muss er bestimmt eine alte Schrottmühle fliegen. Und dann werden wir ja sehen, wie er angekrochen kommt. Würden Sie gern einen Ausflug mit der Excalibur machen? Wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt vorbeikommen, könnte rein zufällig der Zündschlüssel stecken. Junge, das Schiff würde ich gern fliegen. Ich habe schon lange keine heimlichen Spritztouren mehr gemacht. Na, dann wird es ja wieder Zeit. Kommen Sie, wir müssen eine schnelle Entscheidung treffen. Wir werden momentan nicht attackiert, weil die Kilorathi Wichtigeres zu tun haben. Sie haben Tamayo 2 im Visier. Ihre Transporte sind bereits dorthin unterwegs. Wenn Sie und Ihr Geschwader durch die Abschirmung kommen, haben wir eine Chance, die Transportschiffe zu zerstören. Wir brauchen dazu eine Menge Feuerkraft, und zwar schnell. Brausen Sie mit allen los. Ich will unsere Flugdecks leer sehen. Bin schon unterwegs, Sir. Hören Sie. Sie werden nie erraten, was startklar und vollgetankt ist. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Ich bin
Einfall. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Huhu! Jetzt wissen wir endlich, was die Kiste wirklich drauf hat. Sie können jetzt landen, Colonel. Das war eine Unverschämtheit, Colonel. Irgendjemand musste ja etwas unternehmen, Major Dillon. Jemand in Ihrem Alter kann mit seinem hochmodernen Prototyp nicht mehr umgehen. Wo haben Sie diesen Schwachsinn gelernt? Bringt man euch Grünschnäbeln auf der Akademie nicht mehr das Fliegen bei? Das brauche ich mir nicht von Ihnen gefallen zu lassen. Ich werde Ihnen eine Lektion erteilen. Treffen wir unseren Neuen am Simulator, dann sehen wir, wer besser fliegen kann. Das Schwein ist es nicht wert, Zeit dem Schwein eine Lektion zu erteilen. Aber wenn Sie verlieren, reichen Sie einen Antrag ein, dass Sie als Kampfpilot eingesetzt werden wollen. Auf der Victor. Gut, wenn Ihnen dann etwas wohler ist. Ich würde gern haben, dass Sie meine Schuhe putzen, wenn ich siege, aber mir sind die Schuhe zu schade. Ich weiß, dass Sie beide juckt, aufeinander loszugehen. Sir, ich kann doch nicht immer wieder... Normalerweise halte ich überhaupt nichts von solchen blödsinnigen Macho-Spielereien, Colonel. Und was die Teammoral angeht, riskieren Sie viel. Wenn Sie verlieren, werden Sie bei den Leuten hier nicht mehr sehr beliebt sein. Deshalb gebe ich Ihnen einen guten Rat. Zeigen Sie diesem Wicht, wo seine Grenzen sind. Hm? In Ordnung, Sir. Okay, dann wollen wir mal. Ich werde die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen. Ich rede gleich morgen früh mit dem Captain. Glückwunsch, jetzt haben wir einen neuen Superkampfpiloten. Aber gegen die Carruthy zu kämpfen ist trotzdem was ganz anderes.
Sag mir, ob es dieses Sonnensystem wert ist, dass wir es überfallen. Ich weiß es nicht. Seine Mineralressourcen sind bis aufs Letzte aufgebraucht. Aber es ist immer noch ein guter Lieferant für Sklaven, obwohl die Bevölkerung dieser Planeten noch nie besonders gefügig war. An Sklaven herrscht bei uns zurzeit kein Mangel. Überlassen wir den Terranern dieses Sonnensystem. Ist das euer Ernst, mein Prinz? Mir stellen sich die Barthaare auch bei dem Gedanken, dass ihr... Wie heißt nochmal das seltsame Wort, das die Terraner dafür haben? Kapitulation. Nein, das siehst du falsch. Ich habe vor, den Erdbewohnern einen Denkzettel zu verpassen. Sie können das Sonnensystem zwar ohne Kampf haben, aber vorher werden wir es für sie nutzlos machen. Hast du verstanden? Ihr trefft wie immer, mein Prinz, nur weise Entscheidungen. Colonel, ich entschuldige mich für das, was mir rausgerutscht ist. Ah, nur für das? Naja, ich kann genauso gut fliegen wie Sie, das weiß ich. Sollen wir nochmal gegeneinander antreten? Nein, ich beweise es Ihnen lieber da draußen. Das heißt, falls Sie mich für gut genug halten, um bei Ihnen mitzufliegen. Ich setze Sie auf die Liste. Sie kriegen Ihre Chance. Genau wie die anderen. Danke, Sir. Ich kenne das System. Hier gibt es viele Unterschlupfmöglichkeiten. Zum ersten Mal hier? Das ist mein Heimatsystem. Mein Vater hat mir hier alles beigebracht, was ich übers Fliegen weiß. Eigentlich wollte er sein Wissen an meinen Bruder weitergeben, aber die Kilrathi funkten dazwischen. Tut mir leid. Ist schon gut. Jeder hat irgendeinen Verlust zu beklagen. Wieso sollte ich eine Ausnahme sein? Waren Sie seitdem wieder hier? Mm-mm. Welcher ist Ihr Heimatplanet? Der da. Es war eine wundervolle Welt. Dunkle, samtene Nächte und brennende Monde, die uns helle und heiße Stunden schenkten. Die Insekten haben gesungen. Und zwar verschiedene Serenaden, je nachdem, wie nah die Monde waren. Ja, mein Bruder und ich, wir liebten diesen Gesang. Wissen Sie noch, wie es vor dem Krieg war? Nein, das habe ich verdrängt. Sir, wie Sie sehen, habe ich eine Rechnung zu begleichen. Ich kann bei den Einsätzen nicht mehr die passive Rolle spielen. Ich will am Geschehen aktiv teilnehmen. Gib mir eine Chance. Ich kann das nicht mit ihr riskieren. Gib mir eine Chance. Flint, wenn Sie mitfliegen, kann ich mich dann auf Sie verlassen? Oder wollen Sie Ihren Bruder rächen? Colonel, die Kilrathi setzen möglicherweise Biowaffen ein. Davon ist mir nichts bekannt. Die Kilrathi arbeiten schon seit Jahren an der Entwicklung dieser Waffen. Und irgendwann müssen sie sie ja mal ausprobieren, oder? Würden Sie mir verraten, woher Sie so viel über die Kilrathi wissen? Sie können es glauben oder auch nicht, ganz wie Sie wollen. Sie weiß irgendwas. Ach, die tickt doch nicht richtig. Sie weiß irgendwas. Reden Sie nicht solchen Unsinn. Das ist sehr wichtig. Und ich bevorzuge es, die Hintergründe zu kennen. Können wir gleich zur Sache kommen? Fangen Sie an, Sir. Die Absichten der Kilrathi sind, was dieses Gebiet anbelangt, nach wie vor unklar. Während wir weiterhin Informationen sammeln, ist es Ihre Aufgabe, die Feinde einzukesseln, wo immer dies möglich ist. Uns geht es darum, Ihnen den Zugang zu den bevölkerten Planeten und diesem Asteroidenfeld zu versperren. Versuchen wir, diese Plünderer für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Wir brechen sofort auf, Sir. Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Colonel,
Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Sag gute Nacht, Miezekatze. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jetzt beißt er ins Gras. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Sag gute Nacht, Miezekatze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Jetzt beißt er ins Gras. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Sag gute Nacht, Miezekatze. Ich fresse dein Herz und spucke es aus, Terrano. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Seien Sie nur bang, Sir. Sag gute Nacht, Miezekatze. Diesen Kampf überlebt ihr nicht, ihr Affenpack. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Thank you.
aufzusuchen, Mieze? Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Mein Volk. Tritt den Heimweg in einer Kiste an. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Eine Achtung, Sir. Erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, Sir, mir ist gemeldet worden, dass Blind ziemlich auf die Pauke gehauen hat. Sie will wohl dem guten Maniac nacheifern, hä? Alles Paletti, Sie können jetzt landen. Heißer Flugstil. Danke, Rachel. Sie waren schon mal in diesem Sektor, richtig? Es heißt, die Kilrathi wären ziemlich hart mit diesem Planeten umgesprungen. Lokanda ist immer schon heiß umkämpft gewesen. Ich kannte ein abgelegenes Sonnensystem, das diesen Kilrathi vor einigen Wochen in die Hände fiel. Nachdem sie alles zerstört hatten, sind sie nicht einfach weitergezogen. Nein, diese Ungeheuer versprühten dort einen neuen Kampfstoff. Und jetzt ist dieses ganze Sonnensystem mit Gift verseucht. Übel, nicht wahr? Niemand darf dorthin. Ich habe gehört, dass der Sektor unter Quarantäne gestellt wurde. Und niemand verliert ein Wort darüber. Ach, kein Grund zur Beunruhigung. Vielleicht hat er recht. Nichts, was diese Kilrathi machen, kann mich noch überraschen. Aber wenn wir unseren Job anständig verrichten, dann haben diese Wesen keine Chancen. Diese Planeten habe ich vor Jahren überfallen. Ja, ich weiß. Über die neuesten Meldungen kann ich mich nur wundern. Angeblich haben die Kilrathi vor diesem System kapituliert. Seltsam. Kapitulation. Ich kenne dieses Wort, das aus deiner Sprache kommt, aber ich kann den Sinn noch immer nicht ganz begreifen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was meine ehemaligen Kameraden vorhaben.
Die Kilrathi sind gefährlich, weil man nie weiß, was ihnen als nächstes einfällt. Fangen wir gleich an, Colonel. Ja, Sir. Was die Kilrathi-Operation anbelangt, haben wir leider noch immer mehr Fragen als Antworten. Ein Teil der Kilrathi-Streitkräfte zieht ab, aber die anderen Einheiten nähern sich Lokanda 4. Die Abwehr meint, sie haben Torpedos an Bord, die mit einer neuen Art von Biokampfstoff ausgerüstet sind. Damit kann in Minutenschnelle eine Seuche über den ganzen Planeten verbreitet werden. Falls die Abwehr recht hat, beträgt die Halbwertszeit dieses Virus mehr als 500 Jahre. Colonel, wir können es nicht zulassen, dass auch nur ein einziger der Torpedos den Planeten trifft. Wenn es sich nämlich tatsächlich um Biokampfgas handelt, wird die Zivilbevölkerung von Lokanda 4 einen langsamen und qualvollen Tod sterben. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als möglichst schnell von hier zu verschwinden. Viel Glück, Colonel. Tja, das sind also uns. Flash, Sie fliegen an meiner Flanke. Ja, was sehe ich denn da? Lösen und angreifen! Aufgepasst! Ich habe Schande über mein Volk gebracht! Erstick dran, verwandtes Mistvieh! Aus? Mit einem Kratzer. Er steht dran, verwanztes Mistvieh. Einsatzziele erreicht. Wie sieht's aus? Nicht einen Kratzer. Wie einen Saurier. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sir, auf Lokanda 4 werden die ihre Kinder nach Ihnen benennen. Während Sie da draußen waren, hat unsere Abwehr bestätigt, dass die Kilrathi-Torpedos Biowaffen waren. Heiß, hä? Sie können landen. Moment bitte, Sir. Captain Eisen will Sie noch sprechen. Colonel, in den Luna-Regionen hat sich ein Zwischenfall ereignet. Lieutenant Robin Peters hat unseren Rückkehrbefehl wiederholt ignoriert. Sie ist wohl auf eigene Faust los. Sie will anscheinend einen Privatkrieg führen. Ist es machbar, dass Sie sie holen? Ich hole Sie zurück, Captain. Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze.
helft mir! Verstanden, ja. Aus? Alles in Ordnung. Wie sieht's aus? Alles in Ordnung. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Ich gratuliere, Sie haben Flint gerettet, Sir. Zuerst einen Planeten und jetzt eine Pilotin. Ich würde sie befördern, wenn ich könnte. Sie können landen, Colonel. Draufgehen können, als sie hinter mir her sind. Schon möglich. Hat es der Captain befohlen? Nein, das war meine Entscheidung. Dann sollte ich wohl jetzt beeindruckt sein. Danke zu sagen, war noch nie meine Stärke. Hey, ist schon gut. Sie sind verständnisvoll. Wir fliegen hier keine Selbstmordeinsätze. Wir führen diesen Krieg, um zu überleben, nicht um zu sterben. Fliegen Sie mit dem Kopf und ohne Gefühle. Heißt das, Sie sind noch nie mit dem Herzen geflogen? Wenn ich das mal tue, dann erwarte ich einen gewaltigen Anschiss von Ihnen. Das ist ein Befehl. Sir, mein Vater hat uns Kindern keine Märchen vorgelesen, sondern die Dienstvorschriften. Ich weiß, dass Sie jetzt gewisse Maßnahmen ergreifen müssen. Sei nicht zu hart zu mir. Gib ihr Flugverbot. Sei nicht zu hart zu mir. Wenn man Krieg führt, muss man Ausnahmen machen. In Friedenszeiten würde ich Ihnen sofort Flugverbot erteilen. Ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Wagen Sie es nicht, noch einmal so etwas zu tun. Ich werde mir diesen Luxus nicht mehr leisten. Meine Damen und Herren, es folgen die neuesten Nachrichten. Glauben Sie immer noch an das Märchen, dass wir den Krieg gewinnen? Warum sind Sie so vom Gegenteil überzeugt? Nun, weil ich nicht blind bin und sehe, dass die Lage immer katastrophaler wird. Ich höre wohl schlecht. Tatsache ist, dass wir seit Wochen keinen Urlaub kriegen. Tatsache ist, dass wir nur noch Verteidigungsmissionen erfüllen. Tatsache ist, dass sich unsere ganze Streitmacht zurückzieht. Sagen Sie selbst, bilde ich mir das nur ein oder löst sich das, was wir erreicht haben, in nichts auf? Tatsache ist, dass wir anscheinend einen Kommunikationsoffizier an Bord haben, der viel zu viel Freizeit hat und der auf gefährliche Art und Weise Angst und Zweifel auf dem Schiff verbreitet. Wenn Sie es noch einmal wagen, die Leute mit Ihren Theorien vollzulabern, dann lasse ich Sie zur Müllrecycling-Einheit versetzen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ewig so sein? Ewig, das ist nicht lange genug. Tja.
Ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll oder Sie verfluchen soll, weil Sie Flash für uns gewonnen haben. Ein wenig von beidem, würde ich sagen. Ich wünschte, ich hätte mehr Piloten wie Sie. Vielleicht wäre der Krieg dann früher beendet. Ich freue mich, dass Sie es sogar auf der Victory geschafft haben, Ihren Level zu halten. Danke, Sir. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Vor uns liegt eine einfache Aufgabe. Die Sektorenbasis und der Jump Point stehen unter unserem Kommando. Jetzt wollen die Kilowathi die Kontrolle an sich reißen. Halten wir sie auf Distanz. Wir dürfen ja nicht an Boden verlieren. Geben Sie Ihr Bestes, Colonel. Wegtreten. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir... Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Alle Achtung, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Sag gute Nacht, Miezekatze. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Ja.
Alles bestens, Sir. Wie geht's aus? Lediglich geringe Schäden. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Wie sieht's aus? Unsere Situation ist kritisch. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Ihnen zu Ehren wird groß gefeiert. Unten auf der Blackmail-Basis, Colonel. Sie können landen. Uns inoffiziell unterhalten? Das tun wir doch oft. Ja, das gefällt mir auch so an Ihnen. Tja, weil Sie mir sympathisch sind, möchte ich Ihnen was sagen. Und? Was ist das? Den Blick, den Sie zurzeit drauf haben, kenne ich gut. Ich hatte mal einen Freund und der war Kampfpilot. Eines Tages musste er mit ansehen, wie sein Flankenpilot abgeschossen wurde. Er glaubte, dass es seine Schuld war, ganz egal, was wir sagten. Er hat sich eine Thunderbolt geschnappt und ist stur drauf losgeflogen. Er erreichte einen Jump Point, gerade als die Kirathi durchfliegen wollten. Es gab ein ziemliches Feuerwerk. Er könnte heute noch am Leben sein. Er wurde nie gefunden. Er blieb verschollen. Und Ihr Ausdruck, Sir, ist derselbe, den er hatte, kurz bevor er von uns weggeflogen ist. Wollen Sie darüber reden? Sie versteht das. Das geht sie nichts an. Sie versteht das. Ich hatte eine Freundin. Ihr Verlust ist ein Albtraum für mich. Ich werde sie nie vergessen. Vielleicht hat sie ihr Shuttle auf neutralem Gebiet zurückgelassen. Vielleicht will sie sich dem Krieg entziehen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sie sich wieder meldet. Irgendwann muss ich von ihr hören. Oder auch nicht. Hey, wer weiß, vielleicht hat ihre Freundin meinen Freund da draußen kennengelernt. Dann würden sie wenigstens noch leben. Ja. Aber dann würde ich ihn umbringen, wenn er auftaucht. Wenn das nicht unser Casanova persönlich ist. Ich habe gesehen, wie Sie unsere Mechanikerin angebaggert haben. Stehen Sie auf blond? Eifersüchtig? Oh, sie flach zu legen ist wirklich kein Manöver, das sehr risikoreich wäre. Er ist neidisch. Das geht ihn nichts an. Er ist neidisch. So gehässig redet nur ein Mann, der sich eine Abfuhr geholt hat und das nicht verwinden kann. Ja. Ach Mann, dieses Heft kenne ich jetzt auch schon in- und auswendig. Hören Sie, Colonel. Wir haben wie immer eine Menge Arbeit vor uns. Ja, Sir. Jetzt, da wir die Kilorathi-Belagerung beendet haben, können die Versorgungsschiffe endlich anrücken.
Wir müssen die eintreffenden Konvois bis zur Basis eskortieren und dafür sorgen, dass sie keine Schrammen abkriegen. Das bedeutet ein bisschen Frühjahrsputz, um den Weg freizumachen. Sie leisten gute Arbeit. Machen Sie weiter so. Wir brechen sofort auf. Colonel, Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Cobra, ich will, dass Sie diese... Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Wie sieht's aus? Keine Probleme. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Feindziel zerstört. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Colonel, oder sollte ich Sie Houdini nennen? Sie sind eingeladen von der Blackmain-Basis. Sie dürfen essen, so viel Sie wollen, jetzt da die Versorgungskonvois entladen werden können. Alles klar zur Landung, Sir. Thank you.
Dieser Einsatz macht mich wirklich glücklich. Weil der Einsatz keine persönlichen Gefühle auffüllt? Ja, Sir, Sie haben recht. Ich weiß, auf diesem Planeten sind Menschen, die genauso gern leben wie die Menschen, die ich im Lukanda-System gekannt habe, aber sie sind nicht so real für mich, verstehen Sie das? Tja, ich kann sie mir nicht als Individuen vorstellen. Sie wären ziemlich schnell ausgebrannt, wenn Sie das könnten. Tja, manchmal hasse ich mich, weil ich diesen Krieg für richtig halte und froh darüber bin. Ja, ich habe eine Frau gekannt, die ganz genauso empfunden hat. Sie kämpfte gegen die Ungerechtigkeit. Für mich zählt nur die Fliegerei. Es ist, als wäre ich völlig frei. Es ist einfach unbeschreiblich. Ja, nur Piloten kennen diese Gefühle. Wir erwarten einen Waffenkonvoi. Falls wir ihn durch die Blockade durchkriegen, könnte sich die Basis selbst verteidigen. Wir müssen diesen Konvoi schützen, koste es, was es wolle. Viel Erfolg. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Flint, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Aus? Keine Probleme. Ich kann es nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Wie sieht's aus? Keine Probleme, Colonel. Den haben sie echt fertig gemacht. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Ein Kirafi weniger. Ein Kirafi weniger. Ein Kirafi weniger. Weniger. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch.
Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Wie sieht's aus? Nur leichte Schäden zu vermelden. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Blackmane-Leute schaffen es jetzt allein, Colonel. Unser nächster Stop ist das Stadtzentrum Kilrath oder was in der Nähe. Sie können jetzt landen, Sir. Danke, Sir. Super geflogen. Danke. Das war ganz große Klasse, Sir. Jetzt, Partner. Ihr Helden wolltet ja alle unbedingt Erkundungsflüge machen. Das heißt, wir Mechaniker haben keine ruhige Minute mehr. Wurde auch langsam Zeit. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin überrascht. Ihr Lächeln macht sie noch hübscher. Ich kann die Kirathi fühlen, Sir. Jetzt, da wir in ihrem Gebiet sind, droht ihnen nur eins, durch meine Hand getötet zu werden. Na sowas. Man hat sie für die Offensive eingeteilt und schon kommen sie aus dem Schneckenhaus. Ich bin nicht Pilotin geworden, um Kindermädchen zu spielen. Sie hat recht. Sie ist im Einsatz. Sie müssen mich voll unterstützen, Cobra. Jeder Einsatz ist wichtig. Ich hab verstanden, Sir. Ich bin froh, dass wir die Katzen endlich angreifen. Was denken Sie, Lieutenant? Haben wir nach all dem noch eine Chance, den Krieg zu gewinnen? Möglich. Aber es wäre noch zu früh, über eine Siegesfeier nachzudenken. Kommen Sie, versuchen Sie Ihr Glück, Sir. Abheben, das ist doch vorher gestattet, oder nicht? Sie wären überrascht, wie viele Neulinge einfach den Einsatz hinblättern und dann entsetzte Gesichter machen, wenn sie verlieren. Wenn Sie so naiv sind, haben Sie es nicht anders verdient. Ich hörte, dass wir eine Garnison angreifen. Ich habe noch keine Anweisungen bekommen.
Ich habe meine Ohren gespitzt. War ziemlich interessant, was ich gehört habe. Es ist mir lieber, wenn ich darüber unterrichtet bin, was wir angreifen. Wissen Sie, das Hauptquartier hat die üble Angewohnheit, alles als militärische Einrichtung einzustufen. Auch wenn es keine ist. Und ich liebe es, auf Nummer sicher zu gehen. Dann mach dich keine Sorgen. Wir sind nur Piloten. In diesem Krieg gibt es nur Militärisches. Das sehe ich anders, Sir. Colonel, wir befinden uns nun aufgrund Ihrer Flugkünste im Kilorathi-Gebiet. Wir alle sind stolz auf Sie. Wie Sie vielleicht schon aus der Gerüchteküche erfahren haben, sind wir hier, um die Militärgarnison in diesem Sonnensystem zu vernichten. Wir müssen uns an mehreren Zwischenposten vorbeikämpfen. Hier wimmelt es von feindlichen Patrouillen. Jedes Schiff, das zum Jump Point entwischt, kann die übrigen Kilorathi über unsere Anwesenheit hier informieren. Und das würde bedeuten, dass wir die gesamte Offensivaktion abblasen müssten. Schießen Sie sie ab. Es darf keiner entkommen, Colonel. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Tja, das sind also... Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben... Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Aufstehen, wenn man es mir leicht macht. Ihr erbärmliche Nachkommen. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Stirb, du willlose Mistgeburt. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Nein!
Teils gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Wie geht's aus? Alles bestens, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Mein Tod ist nahe. Kill. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sie haben die Kirathi fertig gemacht, Sir. Diese Miezen können die Radieschen jetzt von unten bewundern. Alles klar zur Landung. Tolle Leistung, was? Ziemlich heißer Flugstil. Danke, Rachel. Die Einsätze, die wir zurzeit fliegen, machen Spaß. Die vorherigen Angriffe waren doch nur kindische Spielereien. Ja, ein bisschen Rambazamba ist gut für die Seele, das ist richtig. Seltsam. Trotz des ungeheuren Geschicks und des Mutes, das das Fliegen verlangt, wird die Abenteuerlust eines Kilrathi dadurch nicht befriedigt. Für uns ist das kein richtiger Kampf. Euch fehlt dabei das Persönliche? Wir lernen mit diesen Klauen zu kämpfen noch, bevor wir ein Wort sprechen oder laufen können. Erscheint dir das als primitiv? Sei ehrlich.
Töten ist töten, da gibt es keinen großen Unterschied. Du bist einer der besten Piloten, die wir haben. Was soll das? Fang nicht an, das zu kritisieren, was du tust. Lassen Sie mich raten, Sie sind ein AN. Ich verstehe nicht, Sir. Ein Angriffsneuling, zum ersten Mal hinter der feindlichen Linie? Im eigenen Land, da ist der Einsatz immer etwas größer. Keine Angst, Vaquero. Der Krieg ist die Hölle, mein Alter. Keine Angst, Vaquero. Nun, feindliche Linien sind nur Striche auf der Karte, Vaquero. Sie haben keinerlei Bedeutung. Keine Angst. Wir sollten uns gleich an die Arbeit machen. Ich bin bereit, Sir. Vor uns liegt eine besonders diffizile Aufgabe, Colonel. Wir werden Versteck spielen. Sehen Sie sich diese Nebelbank an. Die Kilrathi benutzen Sie, um unbeobachtet mit Konvois in dieses Sonnensystem hinein- bzw. hinauszufliegen. Da der Nebel auf uns verdecken wird, können wir Ihnen sicher größere Schäden zufügen. Sie, Colonel, müssen dafür sorgen, dass kein feindlicher Flieger entkommt, der die anderen Kilrathi warnen könnte. Ich weiß, wie gefährlich es ist, in einer Nebelbank zu navigieren. Nur die besten Piloten mit viel Flugerfahrung sind dazu in der Lage. Ich hoffe, Sie sind einer von diesen Piloten. Sie können sich darauf verlassen, Sir. Tja, das sind... Cobra? Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Thank you.
Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir. Ziel an. Ja, Sir. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Mein Volk wird meinen Tod rächen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Landeerlaubnis, dies hier ist Victory. Es geht doch nichts über den süßen Duft des Erfolgs, Colonel. Ey, wie wär's, wenn wir diese Kiste umtaufen würden? In Deceptor oder Trickster? Wie wär's mit Ambush? Ja, ja, das hört sich sehr gut an, die Ambush. Oh, Sie können jetzt landen, Sir. Die Ambush, gefällt euch das? Colonel, schön, Sie zu sehen. So gute Laune heute? Ja, es scheint sich alles zum Guten zu wenden. Als ich klein war, hat uns unser Vater alles über die Kriegsführung beigebracht. Alles, was er wusste.
Auch wenn sich die Waffen ändern, wir können viel aus der Vergangenheit lernen. Ja. Nehmen Sie den Trojanischen Krieg. Auch er hat sich über viele Jahre hingezogen. Wurde er nicht mit Hilfe eines Holzpferdes beendet? Ja, so heißt es in der Mythologie. Für mich zählt nur, dass er irgendwann endete. Ja, es ist gut zu wissen, dass Kriege nicht ewig dauern. Wenn es einem auch so vorkommt. Uns wird keine Ruhe gegönnt. Es geht weiter. Ja, Captain. Wir müssen schleunigst von hier verschwinden. Die Abwehr hat den Verdacht, dass uns die Kilorathi entdeckt haben. Schaffen Sie diesen alten Kahn aus der Nebelbank raus und führen Sie uns zum Jump Point. Versuchen Sie, möglichst unauffällig zu agieren. Ich kann darauf verzichten, von den Kilorathi verabschiedet zu werden. An die Arbeit, Colonel. Tja, das sind also unsere... Cobra? Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Victory hat es ziemlich erwischt. Wir werden auf unserer Seite erst einmal ein paar Reparaturen machen müssen. Sie haben Landeerlaubnis. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Aus? Alles Beste, Sir. Alle Achtung, Sir.
Feind gesichtet, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Da? Was heißt, er ist nicht da? Wir haben jetzt keine Zeit für lange Erklärungen, aber es scheint so, als hätten die Kilorathi unseren Jumpfeind verschwinden lassen. Wie soll denn sowas gehen? Ich meine, das ist völlig unmöglich. Wir fliegen jetzt zu einem, wie die Navigation hofft, alternativen Jumpfeind. Wir geben Ihnen die neuen Koordinaten gleich durch. Hoffentlich haben die Jungs von der Navigation eine Tür für uns gefunden, die noch nicht zu ist. Bis bald. Und bitte kümmern Sie sich um den Feind. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Erwischt. Wir werden auf unserer Seite erst einmal ein paar Reparaturen machen müssen. Sie haben gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Victory hat es ziemlich erwischt. Wir werden auf unserer Seite erst einmal ein paar Reparaturen machen müssen. Sie haben Landeerlaubnis. Sie können froh sein, dass Sie noch ganz sind. Hoffentlich gute Neuigkeiten, mein Prinz. Ich künde euch von neuen kleradischen Ruhmestaten, Euer Exzellenz. Die Terraner hatten versucht, in das Arie-Sonnensystem einzudringen. Aber wir haben sie wie einen Schwarm kleiner Insekten verscheucht. Sie sind nur ein winziges Ärgernis und eurer geschätzten Aufmerksamkeit nicht wert. Sehr gut, ich werde nicht eher ruhen, bis die Terraner ein für alle Mal in die Knie gezwungen sind. Ihr Widerstand nagt fürchterlich an mir. Und keinem Kaiser der Kilorathi dürfen die letzten Monate seiner Herrschaft von so einer traurigen und schweren Bürde verdunkelt werden. Oh, aber Eure Exzellenz stehen, wie wir hoffen, erst am Anfang der universellen Regentschaft. Bald wird es Eure Exzellenz vergönnt sein, mit der Tyrannischen Konföderation umzuspringen, ganz wie es euch gefällt. Darauf, Majestät, schwöre ich euch einen heiligen Eid. Ich bin mehr als entzückt, mein Prinz. In Kürze wird ein neues Weltkapitel beginnen.
Wir haben alles vorbereitet, um den Tyrannen einen Denkzettel zu verpassen. Handelt es sich dabei um den Denkzettel, den wir schon einmal in Erwägung gezogen haben? Ja, Euer Exzellenz. Ja. Denn nun ist die Zeit reif dafür. Ihr Volk kann Jump Points verschließen. Wieso haben Sie uns nicht davor gewarnt? Lieutenant, ich glaube nicht, dass unser gemeinsamer Feind den Jump Point verschlossen hat. Das war keine Halluzination, als er auf meinem Sichtschirm verschwand. Unser verehrter Captain Eisen hat die Theorie aufgestellt, dass der Feind den Jump Point nur verhüllt hat, was mit ein bisschen Nebel ohne weiteres zu bewerkstelligen ist. Das würde auch erklären, wieso das Ariel-Sonnensystem so lange Zeit als Konvoi-Schneise benutzt wurde. Sie kennen das Ariel-Sonnensystem doch wie Ihre Westentasche. Und jetzt wollen Sie behaupten, Sie wussten nicht, was uns bevorstand? Genauso wenig wie Sie, Lieutenant. Das ist gelogen. Lass dich auf Ihr Spielchen ein. Setz dich für Hobbs ein. Lass dich auf Ihr Spielchen ein. Verzeihung. Lieutenant, falls Sie dafür Beweise haben, wünsche ich, dass Sie mir das unter vier Augen mitteilen. Alles klar? Ja, Sir. Du hast Zweifel. Was meine Loyalität betrifft, alter Freund. Ach komm schon, Hobbs, natürlich nicht. Cobra ist als Pilotin hervorragend. Ihr Hass spornt sie zu Höchstleistungen an. Und darauf können wir im Moment nun mal nicht verzichten. Nein. Colonel Blair, sofort auf der... Was ist los? Unser Kommunikationszentrum ist lahmgelegt. Raten Sie mal, wer dahinter steckt. Erzählen Sie mir jetzt nicht, dass Sie aufgeschmissen sind. Ich tue, was ich kann, Sir, aber hierbei handelt es sich um so eine Art Videovirus. Ach, man müsste das Programm mal durchchecken. Ich habe in eurer sogenannten Bibel die Prophezeiung gelesen, dass es in eurer Welt Eulen und Zähneklappern geben wird. Und diese Prophezeiung wird sich bald erfüllen. Wir werden euch die Zunge herausreißen. Und euch den Verstand aus den Schädeln kratzen. Da können wir nur hoffen, dass sie uns nie in ihre Pfoten kriegen. Wir werden an euch ein Exempel für die anderen Völker in der Galaxie statuieren. Bla 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 bla. Zu unserer Belustigung. Da wird Ihnen aber mit Sicherheit das Lachen vergehen, Senor Gato. Und euer Volk wird tausende von Qualen ertragen müssen. Werdet jetzt nicht übermütig. Nur weil sich das Herz des Tigers unter euch befindet. Wenn wir mit Colonel Blair fertig sind, wird nur noch ein Klumpen Blut von ihm übrig sein. Ich werde höchstpersönlich dafür sorgen, dass du für jeden einzelnen meiner edlen Krieger bezahlst, der im Krieg durch deine Hand gestorben ist. Ich lasse jetzt dich und deine jämmerlichen Genossen allein, damit ihr über eure unrühmliche Zukunft nachdenken könnt. Ich wusste ja gar nicht, dass er sie kennt. Wir haben schon einige Runden im Ring hinter uns gebracht. Ich muss sagen, wirklich ein netter Spitzname. Das wusste ich nicht, Captain. Ich würde gerne auf diese Ehre verzichten. Wenn ihr mich fragt, die Kilrathi haben Angst. Möglicherweise hat unsere Invasion in Ariel etwas damit zu tun. Hobbs! Die Kilrathi waren schon immer der Meinung, Kriegsführung hat viel mit Psychologie zu tun. Dass es nicht nur ein Wettstreit der Waffen ist, sondern auch der inneren Stärke. Blödes Geschwafel, so nenne ich das. Die Kilrathi glauben, dass nur die Überheblichkeit siegen wird. Ich gebe zu, nicht gerade ein bewunderungswürdiges Gedankengut, das mein Volk da entwickelt hat. Dass ich nicht lache. Seit wann haben denn Ungeheuer ein bewundernswürdiges Gedankengut? Ich will, dass jede Station in einer Stunde einsatzbereit ist. Sie kommen mit mir mit. Ja, Sir. So viel Glück ist kaum zu ertragen. Wir fliegen von einem Nebel zum anderen. Man könnte fast denken, wir hätten eine Rundreise durch den Weltraum gebucht, Colonel. Betrachten Sie doch das Positive daran, Maniac. Was wäre das? Mach ihn fertig. Hey, es ist für beide Seiten schwierig. Mach ihn fertig. Wenigstens haben wir immer etwas, wohinter wir uns verstecken können. Sehr witzig. Hm.
Sie können doch die Jump Points nicht dicht machen. Ich fasse es nicht. Ich meine, jetzt haben Sie uns doch in der Hand. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Sehen Sie nicht gleich so schwarz. Wahrscheinlich haben Sie es nur geschafft, einen Jump Point zu verdunkeln. Nicht zu fassen. Der einzige Grund, wieso ich hier landete, ist eine Wette. Naja, so kann man sich selbst reinreiten. Machen wir uns an die Arbeit, Colonel. Ja, Sir. Diesmal wartet eine einfache Aufgabe auf uns. Die Konföderierten wollen, dass wir uns diesen Asteroidengürtel näher ansehen. Vielleicht können wir ihn für uns nutzbar machen. Aber die Sache hat einen Haken. Laut Abwehr befindet sich wahrscheinlich hier irgendwo ein Kilorasi-Stützpunkt. Tun Sie Ihr Möglichstes. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Cobra? Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Rückkehr zur Basis. Ich flieg zurück, Sir. Nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze.
trittst den Heimweg in einer Kiste an. Bitte Landeerlaubnis, dies hier ist Victory. Nur tote Katzen sind gute Katzen, Sir. Sie können jetzt landen. Rollins. Seit wann bin ich das Dienstmädchen hier? Es ist mir eine Ehre, Sie an Bord zu haben, Admiral. Freut mich, Captain. Danke. Sir. Das scheint mir gutes Material zu sein. Sieh an. Der legendäre Colonel. Freut mich, Sie wiederzusehen. Danke, Admiral. Man muss sich beim Admiral beliebt machen. Wir sind hier alle gleich. An Bord dieses Raumschiffes gibt es nur Piloten, die versuchen, ihre Arbeit zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob solche Bescheidenheit in Ihrem Fall richtig ist. Ich erwarte weitere Heldentaten. Ach, da fällt mir ein, dass ich meinen Privatkoch mit an Bord gebracht habe. Sehen wir mal, ob wir was Anständiges zu essen bekommen. Für Sie muss das die reinste Nostalgieveranstaltung sein. Zuerst der Kilrathi-Prinz und jetzt Admiral Tolwyn. Wer wird der Nächste sein? Tut mir leid. Ich weiß, an wen Sie jetzt denken. Ach ja? Sie sind wohl Telepathin. Nein, aber ich weiß über Ihre Vergangenheit vielleicht wesentlich mehr, als Sie ahnen, Sir. Sie ist Colonel für verdeckte Operationen. Erstaunlich. Woher wissen Sie das alles? Schon als Kind war Wissen meine Waffe. Mädchen sollten den Jungs immer ein bisschen voraus sein, nicht wahr? Und deshalb weiß ich auch, dass sich die Wege des Admirals und ihre Wege in den letzten Jahren mehr als nur einmal gekreuzt haben. Sie merkt, dass Tolwyn ein Idiot ist. Das geht sie nichts an. Sie merkt, dass Tolwyn ein Idiot ist. Treffender wäre wohl, wir sind aneinander geraten. Er hat leider auch ein großes Wissen und die Vorschriften, die kennt er in- und auswendig. Er hat nur keine Ahnung vom menschlichen Herzen. Da kann ich Ihnen wirklich nicht widersprechen, Flint.
Willkommen, Colonel. Wie Sie vielleicht bereits wissen, sind wir momentan zum Torgo-Sonnensystem unterwegs. Wir haben dort ein kleines Rendezvous mit dem Schicksal. Gentlemen, ich habe Ihnen die größte Errungenschaft der Konföderation mitgebracht. Die Behemoth. Nach einem Jahrzehnt geheimster Forschungen haben unsere klügsten Köpfe eine Waffe entwickelt, die für die Kilrathi den Untergang bedeuten wird. Die Behemoth besteht aus einer Reihe von verkoppelten, energieverstärkenden Supraleitern, meine Herren, die einen Ausstoß von unglaublichen 5 Millionen Gigawatt zu einem einzigen Richtstrahl bündeln. Jedes Ziel, das von diesem Strahl getroffen wird, wird vernichtet. Sogar ein Planet? Ja, Captain. Sogar ein Planet. Wir wollten sie erst in 1 oder 2 Jahren zum Einsatz bringen, aber bedauerlicherweise zwingen mich die Umstände, die Waffe jetzt schon einzusetzen. Was sind das für Umstände, Admiral? Die Antwort auf diese Frage müssten Sie besser kennen als jeder andere, Colonel. Die unter Verschluss gehaltene und bittere Wahrheit ist doch, dass die Konföderierten in diesem Krieg seit einem Jahr die Verlierer sind. Wenn die derzeitige Tendenz anhält, werden die Kilrathi in einem halben Jahr, möglicherweise noch früher, auf der Erde herumspazieren. Deshalb sind wir gezwungen, die Behemoth früher einzusetzen als geplant. Aufgrund der etwas verfrühten Anwendung ist das Defensivsystem des Schiffes, wie drücke ich es am besten aus, leider ein wenig unvollständig. Es gibt da noch ein paar, sagen wir, wunde Punkte. An dieser Stelle und hier auch. Da sind die Schutzschilde extrem dünn. Uns blieb keine Zeit mehr, um Kielaufsätze oder Lasergeschütze fertigzustellen. Colonel, ich erwarte von Ihnen, dass Sie diese Bereiche besonders im Auge behalten. Ihre Aufgabe wird es sein, das Schiff zu beschützen. Bedenken Sie, dass dies das letzte Mittel ist, das die Konföderierten noch einsetzen können, um diesen Krieg zu gewinnen. Ja? Ja, vielen Dank. Ich habe verstanden. Die Besprechung ist hiermit beendet. Wir haben jetzt Torgo erreicht, Gentlemen. Ich hatte die Hoffnung auf einen reibungslosen Transport der Behemoth. Aber die Kilrathi haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie schon so oft. Colonel, dies ist zweifelsohne der wichtigste Einsatz, den Sie jemals in Ihrem Leben geflogen sind. Sie müssen die Behemoth um jeden Preis verteidigen. Setzen Sie alle Kampfflieger ein. Haben Sie verstanden? Ja, Sir. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Ich werde mit dem Katzenvieh allein nicht fertig. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Oh.
Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Lösen und angreifen! Greife jetzt ein! Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen! Aus? Nicht einen Kratzer.